So, ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Ich brauche ganz kurz einen Zwischencheck machen bezüglich des Mikrofons, weil ich gerade ein anderes Mikrofon benutze. Das gibt mir Second. Wenn Twitch mal möchte. Hoppe die hopp, hopp, hopp. Das wird gerade mal ein bisschen laut. So, ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Ich brauche ganz kurz einen Zwischencheck machen bezüglich des Mikrofons, weil ich gerade ein anderes Mikrofon benutze. Das geht mir jetzt hier. Aber okay, hört sich schon mal besser an. Weil es ein bisschen schwierig ist, mit einem externen Mikrofon auf der PlayStation zu streamen, wegen den Background Noises halt. Man müsste jetzt auch hören, wie ich hier die Tastendrücke anschalte. Müsste man hören eigentlich. Wenn man über einem PC streamen würde, wären diese Background Noises nicht. Was heißt, wären schon da, man kann sie aber unterdrücken über halt das jeweilige Stream-Programm wie OBS etc. pp. Deswegen hoffe ich, es funktioniert erstmal so. Und hallo Anna. Warum bist du noch wach? Aber meine Stimme müsste um einiges klarer sein als mit dem Headset. Auch wenn man die Tasten hört. Ich denke mal, das stört nicht so extrem, oder? Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Duras kennt mich, kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt. Dass ich dein Einschlafvideo bin. Soll ich dir nebenbei noch so eine gute Nachtgeschichte erzählen oder was? Ich spiele auch maximal nur bis um 2. Bist du tatsächlich im Dienste der Alps? Würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen? Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut. Und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut, dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Und was sagst du zu der Audioqualität? Ist sie besser als mit dem Headset? Also jetzt, wo ich geguckt hatte, auf dem Streamfix, hat sich um einiges besser angehört. Klarer, nicht so dumpf wie übers Headset. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische? Ragnar, Sohn von Bjar? Er ist der oberste Warlord hier in Goliath. Und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Es hört sich gut an, aber hört sich's besser an.
Das ist die Frage halt. Mir kam es jetzt vor, als ich kurz mal reingeguckt habe, über Handy, dass sich es halt um einiges besser anhört. Und ich gucke mir meistens auch Videos an, kurz bevor ich schlafen gehe. Meistens aber Dokumentationen oder irgendwas anderes. Von dem ich halt nur die Hälfte mitbekomme, weil ich halt vorher einpenne. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der Oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber nee, meine ich, weil nicht mit ihm. Über Headset, Mikrofon hört sich das alles so ein bisschen dumpf an, wenn man so sagen kann. Alles ein bisschen gleichtönig. Also bau keine und Mist und halte dich wenn ich mir das so angucke, versteht man mich meist selber nicht. Also ich würde mich selber nicht verstehen, sagen wir es mal so. Du hörst ASMR-Videos zum Einschlafen. Dein Ernst? Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar es schallt nicht mehr. Die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Hat es vorher mal geschallt? Sagtest du bereits. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern. Also ich kann mich mit ASMR-Videos nicht anfreunden. Machst du hier lange Fehler, keine Ahnung. Musst du dich dafür vor glaubt, unseren Warlords verantworten. Das muss man mögen. Echt. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit deiner Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Komisch, weil wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich nichts geändert, so wirklich an dem Mikrofon. Es steht halt nur woanders. Werd's mir merken. So wollte ich das hören. So, ich weiß noch, dass die Setzer, glaube ich, links waren. Also ihr habt es schon mal ein bisschen gespielt gehabt, nicht weit. Weil da wieder ein anderes Spiel rauskam. Jetzt nicht. Aber ich hatte die Optik des Spiels auf alle Fälle gar nicht so in Erinnerung. Hey du, bist du der Ersatz? Wovon redest du? Dann bist du es also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Gibt's noch was? Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an. Und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Ich höre mir tatsächlich manchmal auch Hörspiele an. Das kommt ja dann gleich mit den Storytellern im ASMR.
mit dir. Nur, dass die nicht flüstern. Am Eingang steht doch eine Wache. Ja, genau. Eine Wache. Aber sonst stehen dort zwei. Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Du hast recht. Freut mich zu hören. Es ist selten geworden, in diesen Zeiten auf selbstlose Leute zu treffen. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar. Das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Was ist ein Weltenherz? Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edarn verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Alles klar? Muss ich jetzt echt noch nachfragen, was Mana ist? Wir tun es einfach. Was ist Mana? Nix da, ich habe schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. So, ich muss mal ganz kurz gucken.
Und was für Text das Spiel gerade läuft. Action Adventure Open World, okay. Weil ich habe vorhin gestreamt. Was heißt vorhin? Heute Morgen. Für mich morgens. Die Spiele-Sounds sind schön. Das Wasser schön. Hoppala, ich habe gerade was geklaut. Das hat keiner gesehen. So, wir gehen jetzt mal runter zur Wache. Und gucken, was sie mir so über Alva erzählen kann. Wegen deines Kumpels Alva. Was ist mit ihm? Wo ist er? Er sollte doch Wache stehen. Woher soll ich das wissen? Er kommt und geht, wie es ihm passt. Ganz unter uns. Ich glaube, Alva hat ein kleines Alkoholproblem. Wenn du ihn irgendwo findest, dann vermutlich da, wo es Alkohol gibt. In der Taverne. Frag doch mal bei Oran, dem Wirt, nach. Er könnte Alva gesehen haben. Alles klar. Denn Abzuschenke, die ist, glaube ich, rechts gewesen. Also es müsste das Haus gerade zu sein. Wenn ich jetzt richtig bin, bin ich echt legendär. Nee, das sieht irgendwie nicht aus wie. Sieht aus wie ein Händler. Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen sie mit ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen? Ich kann es jedenfalls nicht. Beruhig dich erst einmal. Ach, tu doch nicht so, als hättest du Mitleid. Typen wie dich interessiert doch nur unsere Magie und nicht die Probleme der einfachen Leute. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Warum sind die alle so miese, Petri, hier? Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben, solange du zahlst. Merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Steht es wirklich so schlecht um die Stadt? Das kommt darauf an, wen du fragst. Wer nicht wie ich das große Ganze im Hinterkopf haben muss, der merkt sich ja nicht einmal, was hier abläuft. Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack. Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Kann ich helfen? Ja, vielleicht kannst du das tatsächlich. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Nachschubschwierigkeiten, sagst du? Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel, was? Meinst du? Klar,
Dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Ah. Bring mir etwas bei. Natürlich. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Das ist die erste Stadt tatsächlich. Also so weit bin ich noch nicht. Ich habe heute Morgen halt nur den Prolog gespielt quasi. Rau, aber es erfüllt seinen Zweck. Also im Grunde genommen hast du gar nicht so viel verpasst. Lass das lieber bleiben. Wir gehören zu den Alps. Also erstmal geht es darum, dass auf dem Planet hier ein Rohstoff namens Elix erschienen ist. Und halt um diesen Rohstoff halt Krieg geführt wird und die Alps halt in dem Fall diese machthungrigen Elix-suchtig sind, weil Elix dir quasi Power gibt, wie ein Power-Up. Der Charakter, den wir spielen, gehört zu den Alps eigentlich und war dort so etwas Ähnliches wie ein General. Am Anfang des Spiels bist du unterwegs mit deinem Raumgleiter, also mit deinem Raumschiff, Flugzeug, Jet etc. pp., was das sein soll, und wirst abgeschossen
von anderen Alps, so wie es aussah. Und die Finger bleiben bei dir, klar? Achso, wird abgehen. Und deine Ausrüstung wird halt geklaut. Und deine Ausrüstung halt alles. Und dein Problem ist dann halt, dass du halt nackig bist und ohne Elix, was dann halt wie eine Droge halt an sich ist. Und ohne Elix hast du wieder Entzugserscheinungen. Und es geht halt darum, dass du einen Drache nimmst quasi an den Leuten. Herausfinden, wer es war, warum und Rache nimmst im Endeffekt. Und wir sind jetzt gerade in Goliath. Das ist die Stadt der Berserker halt. Das sind wir reine Nahkämpfer. Hey, was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Gibt es ein Problem? Ja. Ein Problem, das ich gerne vermeiden möchte. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Und was erwartest du jetzt von mir? Naja, ist wohl fest mit deinem Arm verbunden. Abschlagen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Aber gut. Ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Erzähl mir mehr über die Werker. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Der Schlund? Ja. Was dort lagert, soll in Vergessenheit geraten. Das Metall, das dort landet, kann nicht einmal mehr für unsere Klingen genutzt werden. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Achso, man könnte wenigstens noch erwähnen, dass es mehrere Gruppierungen gibt. Die Kleriker halt, die Anführungszeichen Magier. Die sind alle eh so ein bisschen hier, ein bisschen zynisch drauf, glaube ich. Nee, es gibt die Outlaws, das sind die Dudes, die in der Wüste leben. Also quasi gesetzlos, aber Outlaws sind ja meistens Gesetzlose. Kann man ja so fast übersetzen mit. Und halt die Berserker. Und die Alps, wenn man das so zunimmt noch. Und wir sind gerade halt bei den Berserkern, das ist die erste Stadt, wo man hinkommt. Was, okay, es muss nicht die erste Stadt sein. Du kannst auch komplett zu den Klerikern laufen, gleich am Anfang, oder komplett zu den Outlaws laufen. Aber das würde ich halt nicht so ganz empfehlen. Ich glaube, da verpasst man auch recht viel. Ihr braucht also Maschinenteile. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Ich höre. Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter. Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Du willst etwas haben, das den Alps gehörte?
Ich würde gern darauf verzichten, aber wir brauchen das Elex. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Macht Sinn. Nicht wahr? Auch wir können uns davor nicht verschließen. Was man sich nicht erkämpfen kann, kann man sich vielleicht erkaufen. Nee, Tauschhandel existiert bei dir nicht, das ist richtig. Ich überlege gerade, es gibt ein Spiel, was ich schon mal gespielt habe, da gibt es einen Tauschhandel. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Da hat den Gegenstand halt, ihre Gegenstand halt einen Wert. So viel auf dem Spiel, als dass wir das du musst Elex halt den Gegenwert erreichen. Halt. Können. Okay, jetzt muss ich halt echt wirklich mal. Ups. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Sorry, mein Freund, ich muss kurz mal auf meiner Quest gucken. Auf Karte markieren. Ach, da oben ist die Taverne. Nächste war ich doch fast richtig. Aber wie kommt man da oben? Ich bezweifle, dass sie gerne sehen, wie ich beim Jetpack einfach nicht glauben. Jette. Hey, du! Du gehörst nicht zu uns! Achso, ich hab übrigens Jetpack. Ich bin auf der Durchreise. Dann pass auf, wo du hintrittst. Wir haben in Goliath Pflanzen, die sehr empfindlich sind. Und nur, dass wir uns verstehen. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Aber eigentlich hast du recht. Ich könnte mich dort unten mal wieder blicken lassen. Nicht, dass jetzt jeder meint, eine Pause machen zu dürfen. Also, wir sehen uns später. Da haben wir ein mächtiges Problem. Okay. Nur am Saufen. Man wäre eigentlich schon fast nur Ärger. Die Quest erfüllt, wenn er als Wach wieder runtergeht oder als Aufseher. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Obwohl, ein Aufseher ist ja nur quasi wie der Schichtleiter. Der guckt, ob die Leute arbeiten. Hat da nichts mit Verteidigung zu tun. Gehe ich jedenfalls von aus. Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja, der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argo auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte?
Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Agor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Erklär mir ein paar Dinge. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Unsere Geschichte? Tja, ich habe nicht genügend Bierintus, um dir alles aufs Brot zu schmieren. Was du wissen solltest, ist, dass die Gründer unserer Gemeinschaft einfache Leute waren. Leute, die wussten, dass man in die Hände spucken muss, um zu überleben. Maschinen hatten sie nicht. Und diese Erkenntnis zieht sich bis heute durch. So, ich kriege schon einen trockenen Hals vom Quatschen. Wenn du mehr wissen willst, sieh dich nach ein paar Büchern um. Außer du kannst nicht lesen, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Trinken wir was? Mir was zu trinken. Was willst du haben? Ich nehme Bier. Eine Brause, genau. Ich nehme eine Brause. Bis später dann. Okay. Verdient hat er das nicht. Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Gehen wir mal zu dem Schlund. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Er hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Aber ich mag die Dialoge in dem Spiel. Nur die Charaktere irgendwie so ein bisschen. Jeder hat so seine Eigenart. So, und was ist dein Verbrechen? Was? Ich bin Warlord Ragnar. Das ist wahr, dass sie alle Charakter haben, die Charaktere. Torheit auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprich. Wenn ich abtrünniger Alp sage, bin ich, glaube ich, unten durch. Ich glaube, wenn ich sage, ich bin ein Niemand, nimmt er mir das nicht ab. Gute Frage, was tun wir? Ich frage dich jetzt tatsächlich nach deiner Meinung, was tun wir? Vergiss nicht, wir wollen lieb und nett sein. Du hast Antwort A, B, C und D. Ich weiß, dass du D nehmen würdest, aber also hast du nur A, B und C.
Okay, ich nehme das dritte. Und ich wünsche natürlich auch eine gute Nacht. Und schlaf gut. Was ich. Okay, ich nehme zwei. Dann halt zwei. Die ebenso viel Spaß auf Arbeit machen. Oder heute. Ich komme tatsächlich nicht aus Sedan. So, dann hast du hoffentlich gute Nachrichten aus den anderen Landen. Sonst wird das hier ein recht kurzes Gastspiel für dich. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Ich suche Arbeit. So wie du aussiehst, bist du ein kräftiger Bursche. Na schön, ich werde mal darüber nachdenken, wofür ich deine Muskeln gebrauchen könnte. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du dann einen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Du bist der Boss. Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Woher kriege ich so eine Rüstung? Ha, das könnte dir so passen. Du hast weder den Rang eines Setzers, geschweige denn eines Kriegers. Und du willst die Rüstung eines Warlords? Warum nicht? Langsam, Freundchen. Beweise mir erst einmal, dass du zum Setzer taugst. Also, mach dich in der Stadt nützlich. Und wir können noch einmal über eine bessere Rüstung für dich reden. Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe? Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr? Das ist offensichtlich. Dann habe ich dich wohl unterschätzt. Einfältig bist du jedenfalls nicht. Gut. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen, wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln. Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens zwei der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Fort in der Wüste von Tavar aufsuchen. Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Warum stellst du keinen deiner Leute dafür ab? Weil du mir deine Unterstützung angeboten hast. Wenn du hier bist, um nur auf die Schnelle ein paar Splitter zu machen, wirst du niemals zum Berserker taugen. Also tu, was ich verlange, sonst wird dir unsere Gemeinschaft auf ewig verwehrt bleiben. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist. Komm nicht vom Weg ab, dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht. Meister Thorald, was ist das für ein Mann? Thorald ist im Moment nicht hier. Der Pilger kümmert sich um die Belange aller Menschen von Edan. Er ist unser eigentliches Oberhaupt und wird von jedem hier verehrt und vermisst.
Seine augenblickliche Mission ist sehr wichtig. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Was meine Unterstützung angeht. Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Hör dich in der Stadt um. Meine Leute haben allerhand zu tun und stoßen immer wieder auf Probleme. Der ein oder andere scheint damit überfordert zu sein und tut Dinge, die nicht im Sinne des Gesetzes sind. Geh ihnen zur Hand und halt dich an unsere Regeln. Das bedeutet? Tue nichts, was unsere Gesetze verbieten. So einfach ist das. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Wo hält sich Irdor auf? Südlich von hier, unterhalb Goliaths, wirst du ein Weltenherz finden. Es dauert zwar eine Weile, bis du dort bist, aber so liegen die Dinge nun einmal. Wenn er nicht gerade Futter für die Biester geworden ist, solltest du dich dort nach ihm umsehen. Wie mache ich mich? Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Ich könnte natürlich auch den normalen Wege nehmen. Aber das wäre zu einfach. Tagebuch. Es gehört einem gewissen Kral. Hier steht jede Menge Zeug. Ich kann damit aber nichts anfangen. Okay, ich glaube, Alva wird nicht mehr Wache spielen. Der Jude. Thank you.
schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps? Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Da kann ich nur zustimmen. Was auch sonst? Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Bring mir etwas bei. Ja. So ein bisschen davon sagt, dass mein PS5-Controller sich immer selbstständig machen muss und nach oben zieht. Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie bitte was? Du solltest ihn herbringen. Nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Sieht so aus. Naja, das ist nicht mein Problem. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich danke dir vielmals, dass du dich darum gekümmert hast. Auch wenn du nicht direkt eine Belohnung wolltest, habe ich trotzdem eine Kleinigkeit für dich. Aber der wirkliche Lohn ist schließlich die Erfahrung, die du durch die Sache hier gesammelt hast, oder? Vielen Dank nochmal. Um eine neue Wache kann ich mich jetzt selbst kümmern. Das kümmert doch keine Sau. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was du da erzählst. Das habe ich schon einmal gehört. Seitdem ich hier Controller. Schlaf einfach noch mal eine Nacht drüber. So. Kann ich vielleicht Todzone einstellen? Nee, kann ich nicht. Ich muss dann los. Ich wechsle mal ganz kurz ins PlayStation-Menü. Also jetzt nicht wundern. Ihr müsstet jetzt nichts sehen. Zubehör, Controller. Leider nicht. Leider kann man es nicht umstellen. Verdammte Technik. Sowas hätte ich auch gerne.
wenn wir mal raus, mal was anderes als Goliath sehen. Wie oft denn noch? Ich habe ja... Ich habe gerade keine Zeit. Später vielleicht. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Brauchst du frische Verbände oder willst du etwas von meinem Kräutersud? Dann bist du allerdings zu früh dran. Ich muss erst neun zubereiten. Bietest du jedem deine Hilfe an? Ja, es ist einfach meine Bestimmung, anderen zu helfen. Außerdem handle ich so im Sinne unseres Gesetzes. Meine Heilkunst sehe ich als meinen Beitrag dazu an. Und er ist bitter nötig. Was ich alles gehört habe von denen, die wir aufgenommen haben. Schrecklich. Ich fürchte, die seelischen Schäden, die manch einer da draußen erlitten hat, können nicht mit einem Trank kuriert werden. Aber vielleicht mag unsere Magie das vollbringen. Schließlich ist sie es, die unser Überleben sichert. Kannst du meine Wunden heilen? Du? Du scheinst mir recht robust gebaut zu sein. Knochenbrüche hast du nicht. Nur ein paar Kratzer. Ich denke, das hier wird dir auf die Beine helfen. Danke. Ach, das war nur eine Kleinigkeit. Je schneller du lernst, dich selbst zu verarzten, umso weniger Arbeit habe ich damit. Was hast du denn alles so gehört? Hauptsächlich Geschichten über den Krieg und die Kämpfe da draußen. Grässliche Wunden und viele Tote. Die Alps beherrschen eine unglaublich zerstörerische Art der Magie durch den Konsum des reinen Elex. Ja, sie ist sehr effektiv. Für jemanden, der einmal in Besitz solcher Kräfte war, ist es sicherlich schwer, je wieder vom Konsum des reinen Elex runterzukommen. Du hast ja keine Ahnung. Man sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Körper sich wieder normalisiert, wenn man den Elex-Konsum einstellt. Die Entzugserscheinungen sollen aber höllisch sein. Nur gut, dass wir unser Mana haben. Was weiß jemand wie du schon vom Elex-Entzug? Nun, wir hatten einmal einen dieser Separatisten der Alps hier zum Verhör, den ich verarzten sollte. Seine äußeren Wunden waren nicht so schlimm, aber der Elex-Entzug machte ihn völlig fertig. So wie einem das Elex die Emotionen nimmt, so kommen sie geballt zurück, wenn man das Elex absetzt. Die Folge war ein Mann, der mit all seiner Kraft gegen das Gefühlschaos in seinem Kopf ankämpfte. Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Er starb. Sein Wille war nicht stark genug, um sich dagegen zu wehren. Doch das werde ich. Du bringst dich irgendwann noch selbst in Gefahr. Das meinte ich auch nicht. Du weißt ganz... Lass mich damit in Ruhe. Hey, warte mal einen Augenblick. Du machst dich doch nicht mit den Dieben gemein, oder? Pass auf, was du da von dir gibst. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Du hast vor kurzem ein paar Klerikerwaffen aufgespürt, richtig? Du bist mir gefolgt. Das war nicht nötig. Aber das ist ein anderes Thema. Diese Waffen gehören nicht in die Hände der Berserker. Ich will sie zurück zu meinen Brüdern bringen. Und ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du sie mir gibst. Wenn du ein Kleriker bist, warum trägst du dann diese Rüstung? Weil es hier Leute gibt, die mich auf der Stelle exekutieren lassen würden. Darum ist es besser, wenn ich unentdeckt bleibe. Erst wenn ich hier rauskomme, kann ich mich von diesen stinkigen Fetzen befreien. So, so. Also bekomme ich die Waffen? Alles hat seinen Preis. Ich biete dir eine Menge Elixid, wenn du sie mir gibst. Du würdest das Richtige tun. Bedenke, sie gehören den Klerikern. Eine moralische Zwickmühle. Die Sache ist, möchte ich jetzt Geld verdienen? Die Frage ist, wie viel Geld bekomme ich von ihm? Er sagt zwar eine Menge, aber wie viel ist eine Menge? Das ist ein dehnbarer Begriff. Eine Menge kann auch schon 3 sein oder 4. Da ich auch nicht weiß, wem ich die Waffen sonst geben soll, gerade eben. Ach los, machen wir's. Du sollst sie haben.
kluge Entscheidung. Ich wusste, dass man mit dir reden kann. Hier, ich halte mein Wort. Das sollte für einige Zeit deine Ausgaben decken. Reinhard Splitter waren jetzt nicht viel. Obwohl wir Reinhard Splitter haben oder nicht haben. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abesser auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind da noch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann... keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Okay.
Okay, dann gehen wir mal am besten. Sugero. Jo, wir gehen zuerst zu Giro. Und ich hoffe einständig, dass es nicht zum Kampf kommen wird. Ich würde wahrscheinlich den kürzeren ziehen. Ist das nicht eine Kiste? Nee. Da brauche ich wahrscheinlich eine Spitzhacke für. Das Ding könnte ich wahrscheinlich noch tot kriegen da vorne, aber das sah so aus wie ein Troll. Und no, das ist jetzt nicht so mein Metier gerade eben. Warte mal, ich habe doch eigentlich noch den Zettel. Bei der Leiche von Alpha lag doch eigentlich ein zerknöter Zettel, wenn ich mich nicht irre. Aber unter was läuft der? Ach hier. Du schreckst mir die ganzen Viecher auf. Du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs, was? Nein. Dann täuscht mich mein Eindruck also nicht. Gut, aber lass mich dir noch was erklären, nur damit wir uns verstehen. Das hier ist mein Jagdrevier. Solange du mir meine Beute nicht abspenstig machen willst, betrachte ich dich als meinen Gast. Und wenn ich es mir recht überlege, können wir vielleicht sogar voneinander profitieren. Natürlich nur, sofern dich meine Waren interessieren und du bereit bist, sie gegen ein paar Splitter einzutauschen. Du bist Jäger? Natürlich. Was sollte ich sonst hier draußen? Aber wenn dich die Berserker geschickt haben, Geron geht nicht wieder zurück in die Stadt. Warum nicht? Ein Leben unter dem Schutzmantel von Goliath ist ungefährlicher, aber hier bin ich mein eigener Herr. Also, was ist jetzt? Bist du nur hier, um zu quatschen? So, ganz klar, Moment, geht sofort weiter.
Ein Berserker wurde ermordet. Ach, wen hat es denn erwischt? Sein Name war Askor. Kanntest du ihn? Askor? Du meinst diesen intellektuellen Schnösel? Ja, den kenne ich. Nur weil er lesen konnte, hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck. Der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen, als ich noch in der Stadt war. Ragnars Liebling, sag ich dir. Dem geht man besser aus dem Weg. Aber er ist tot, sagst du, ja? Naja, auch gut. Du bist recht stark für dein Alter. Immer an der frischen Luft. Das weckt Kräfte und Geron bleibt gesund. Wie er einfach mal in dritter Person von sich immer spricht. Wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath? Ich bin schon seit Wochen nicht mehr dort gewesen. Wie viele Wochen genau? Etwa vor 2 Monaten. Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Es gibt keinen Ort von Edan, wo ich noch nicht gewesen wäre. Ich sag dir, das Fleckchen Erde hier unten ist für die Jagd am besten. Womit jagst du eigentlich? Es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd, der Bogen. Alles andere gehört in die Schlachterei, aber nicht ins Jagdrevier. Hey, verhörst du mich hier etwa? Ja, aber du kannst der Mörder von Askor nicht gewesen sein. Ach ja? Und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? Du benutzt deinen Bogen. Askor wurde mit dem Schwert getötet. Aha. Na dann. Dann lass gefälligst diese dämliche Fragerei, klar? Dass das klar ist. Zeig mir, was du hast. Okay, wenn ich Schwerkraft machen will, brauche ich anscheinend Geschicklichkeit. Habe ich es ein bisschen auf den falschen Stat gesetzt. Komisch ist, dass er mir halt keinen Bogen verkaufen möchte, aber gut. Ich werde dann einfach mal ein bisschen was auf Geschick setzen. Also ein bisschen mehr auf Geschick setzen. Komm, setzen wir uns erstmal auf 30. Und du bist? Ich bin Lennart, seines Zeichens angehender Meisterjäger. Zumindest, wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde. Du verstehst dich also auf die Jagd? Sagen wir, ich übe noch und feile an meiner Jagdtechnik. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Ich bin die Wildnis nicht gewohnt. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, ein Meisterschütze zu werden. Aber je länger du dich hier aufhältst, umso mehr wird die Natur dich lehren. Zumindest sagt mein Meister das immer. Wer weiß, vielleicht kannst du von ihm auch noch etwas lernen. Was hast du als letztes gejagt? Naja, Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert, die uns auf die Pelle gerückt sind. Wir konnten sie aufscheuchen, aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen behaken können. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rudelanführer im Visier, ist mir der Bogen aus der Hand geglitten. Wie hast du das denn fertiggebracht? Ich bin unglücklich gestolpert. Da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt. Jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht. So viel dazu. Hast du deinen Bogen zurückgelassen? Natürlich. Ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich das auch. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, naja. Bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen. Aber mir wäre schon daran gelegen, ihn wiederzubekommen. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man einen neuen herstellt.
Ich ahne, was du von mir verlangst. Du machst das also? Du bringst mir meinen Bogen zurück? Das habe ich nicht gesagt. Aber du hast es sicher in Erwägung gezogen. Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Was für ein Typ. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Das ist viel mehr wert. Aber okay. Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, und das muss natürlich unter uns bleiben. Ich will nicht, dass Geron etwas davon mitbekommt. Wenn ich meinen Bogen erst einmal zurück habe, wird er sich damit schon abfinden. Also quatsch ihn am besten nicht darauf an. Wo genau hast du deinen Bogen verloren? Es ging alles so schnell, darum kann ich mich an die genaue Stelle nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall war es weiter im Norden, unterhalb Goliaths, in der Nähe der Felsen. Das ist keine große Hilfe. Naja, vielleicht hilft es dir, dass die Biester, die dort waren, mittlerweile weitergezogen sind. Das macht die Suche weniger gefährlich. Aber wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Ich will den Pfeil haben. Gib mir den Pfeil. Merci. Hier ist wieder verboten zu nehmen. Okay. Was jagst du? Ich jage alles, was mir vor den Bogen kommt. Aber warum interessiert dich das? Brauchst du eine Lehrstunde, wie man jagt? Bring mir etwas bei. Sicher. Ich dachte, da kann man wenigstens was über... Ach, das zählt zu Überleben dazu. Konstitution. Ah, so eine Sache bringe ich immer in die Zwickmühle. Aber okay, dann muss ich auf alle Fälle Konstitution erhöhen. Auf 20, das sind 5 Punkte nochmal. Genau, setze ich 5 Punkte auf Konstitution, 5 Punkte auf Geschick weiterhin. Dann kann ich den Rüstungsskill lernen. Und da habe ich schon einen höheren Rüstungswert, was mir im Nahkampf sicherlich helfen wird, da ich auf Nahkampf gehen möchte. Also ist das, denke ich mal, gar nicht so dumm. Gehe ich aber davon aus. Was ist das eigentlich? Okay, ich kann es nicht kaputt machen. Ich möchte jetzt mit dir, entspann dich. Und werf dich mit Stein, Mann. Man wirft dich mit Stein und schmeißt nicht mit Sand. Das haben wir alle herausgefunden. Wer ist er denn da unten? Wer sind die denn da unten? So, als Jäger würde ich mich tatsächlich in den Busch setzen. Aber okay, da ist nichts.
Also hier muss der Bogen irgendwo sein. Bogen, put. Okay, könnte auch da unten sein. Gehen wir mal runter zu den Beinen, ne? Okay, die sind nicht so friedlich. Lassen wir sie mal ein bisschen da lang laufen. Und jetzt die Beine in die Hand nehmen. Ich will ja gar nicht wissen, was das für Viecher sind. Ich will auch gar nicht wissen, wie stark die Viecher sind. Alles klar. Das war natürlich geplant, ja. Das ich dachte, ich weiche dem Stein aus. Ich dachte, ich schaff's mit Laufen. Okay, der hat einen Totenkopf, das heißt weniger optimal. Schaffe ich das? Da war noch einer. Die standen nebeneinander. So, wo ist das Dickerchen? Okay. Hier, dein Bogen. Und in einem Stück? Sehr gut. Ich hätte Wochen gebraucht, um einen neuen anzufertigen. Du hast mir viel Arbeit erspart. Jetzt kann ich mich wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Das hier ist für dich. Drei Fälle. So, Duran hat doch gesagt, wir sollen nur die erste Befragung alleine machen. Das heißt, wiederum... dass wir jetzt zu Duran zurück könnten und er uns bei den anderen Befragungen hilft. Aber da hinten ist noch... Wir gehen zu dem weißen Haus mal kurz. Kommando zurück, wir gehen da nicht lang.
Schade. Ich dachte, man kommt da hoch. Warte mal, das Ding musst du aber tot kriegen, oder? Also mit dem Kampfsystem muss ich echt noch warm werden. Es ähnelt ja, sagen wir mal, Dark Souls oder auch Gothic. Na gut, ist halt von einem Gothic-Machern. Nur in Gothic gab es keine Ausdauer. Ich weiß, bin ich nicht der Meinung, dass es welche gab. Oder? Ich kann mich natürlich auch irren, weil ich das Spiel schon nicht mehr gespielt habe. Ich finde es auch ganz witzig, dass der eine Typ mich halt auf meinen Armreif angesprochen hat, aber nicht auf das Jetpack. Als wenn ein Jetpack was völlig Normales wäre. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Dafür. Interessant. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da überrascht es mich schon etwas, dass du mit unseren Gesetzen vertraut bist. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich, kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt. Was ungefähr das Gleiche bedeutet. Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes, dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen. Wer bist du? Mein Name ist Ormir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen.
hätte der scheiß Meteor doch niemals das Elix mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken, die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Okay, ich muss schon sagen, es gibt eine Menge Quests. Ach, wegen den Fremden? Glaub mir, die anderen Hier wird nicht rumgeschlichen. Ein Wort zum Mord an Askor. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Ich könnte jetzt ein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß. Ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Vergiss aber nicht, dass wir noch einen Mord aufzuklären haben. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ein wahrer Krieger trägt seine Waffe und seine Rüstung mit Stolz. Mitkommen. Okay. Okay, jetzt haben wir wirklich schon mal, wie gesagt, einen Waffengefährten. Lass den Unfug. Das heißt, wenn ich Probleme bekommen sollte, habe ich Doris. Ah, ich finde es ganz witzig, dass so Vorteil darauf angesprochen wird, dass er ein Jetpack hat und dass er es auch benutzen wird. Und einfach sagt, yo, ich habe eigentlich auch eins. Versteh einer die Frauen. Da willst du ihnen nichts Böses und anstatt dir zu danken, jagen sie dich fort. Was ist passiert? Ach, nichts Wildes an und für sich. Ich wollte einer guten Freundin nur die Welt da draußen zeigen. Auf Dauer wird man in Goliath doch verrückt. Aber sie hat Angst, dass sie das Gesetz brechen könnte. Und was ist mit dir? Als Jäger kenne ich mich mit Gefahren aus. Da bin ich abgehärtet. Wenn du das sagst. Und wie ich das sage. Ich muss nun aber weiter. Wir sehen uns. Das wollte ich alles gar nicht wissen.
Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Scheiße. Habt ihr Penner mich also endlich gefunden, ne? Sieht so aus. Steck dir dein Sieht so aus sonst wohin. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Hau ab! Du bist nicht in der Position, mich zu beleidigen. Hosi, was? Komm mal runter von deinem hohen Ross. Also gut, was willst du? Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Wartest du auf Ornir? Ja, woher weißt du das? Er schickt mich. Na toll. Jetzt kommt er nicht mal mehr selber, oder was? Ich soll dich töten. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser kleine Pisser. Hör zu. Ich will, dass du zu Ornir gehst und ihn dazu bringst, wieder mit mir zu handeln. Wie du das anstellst, ist mir egal. Womit handelt ihr? Für gewöhnlich kam Ornir hier raus und brachte mir ein paar Gerätschaften mit, die er beim Schlund klauen konnte. Ich gab ihm dafür einen Beutel Splitter und alle waren glücklich. Sie lassen dich nicht mehr in die Stadt? Ja, verdammt. Hab versucht, etwas von ihrem ach so wertvollen Schrott mitgehen zu lassen. Die haben sich halb eingenässt. Wollten mich verbannen. Verbannen? Für wen halten die sich? Ich gehöre nicht mal zu denen. Bin einfach hier raus abgehauen. Die können nicht mal. Okay, ich werde ihn jetzt noch nicht umbringen. Das Vieh hole ich mir! Ich werde erstmal gucken, was der Gute dazu zu sagen hat. Was soll ich da wieder hoch? Aber erstmal hole ich mir 5 Erfahrungspunkte. Von das Ding bringt mir 25 Erfahrungspunkte. Das andere, was in meinem Levelbereich tatsächlich ist, also als kein Totenkopf hat, bringt 30. Ist schon ein bisschen weird.
Einen Moment. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Hier rumstehen ist harte Arbeit, ja? Nur weil wir gut gesichert sind, heißt das nicht, dass wir nicht wachsam sein müssen. Und ich lasse unseren Schutzwall nicht unbewacht. Merk dir einfach, dass ich hier die Wache bin und du ein Niemand. Also machst du besser das, was ich dir auftrage. Also eigentlich würde ich ihm jetzt die Stirn bieten. Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich, auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Ich gehe nämlich davon aus, dass wenn ich ablehne oder ihm dumm komme, es nur im Streit enden wird und ich dann auf den Sack bekomme. Also kontraproduktiv. Ich behalte dich im Auge. Danke. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? So, und dann guck mal, was der Schlumpf dazu zu sagen hat. Ich habe den Outlaw gefunden. Ist er tot? Nein, ich habe mit ihm geredet. Ach, scheiße. Er möchte, dass du den Handel mit ihm wieder aufnimmst. Du weißt also Bescheid, hä? Aber das kann er vergessen. Wenn einer von Angrims Spitzeln auch nur das Geringste mitbekommt, dann bin ich tot. Oder Schlimmeres. Wegen des Outlaws? Ja. Was genau war das Problem? Warum ich aufgehört habe zu schmuggeln? Angrim überwacht die Elex-Schwingungen in der Gegend. Das Risiko beim Schmuggeln von Maschinenteilen ist einfach zu groß geworden. Hauen wir ein Outlaw um? Der mir allerdings vielleicht Informationen geben könnte über meine Rüstung. Oder andersweitig helfen könnte, später bei den Outlaws. Obwohl, der ist ja abgehauen eigentlich. Oder hauen wir ihn einfach um und tun so, als wäre nichts passiert. Warte. Wir speichern das Ganze und hüpfen wieder runter.
So, dann hoffen wir aber einfach mal, dass Duran uns da helfen kann. Ich mache mit dir keine Geschäfte. Muss ich dir erst Verstand einprügeln? Du tust besser, was ich dir auftrage, oder du hörst das Gras wachsen. Vergiss es. So, dann sorge ich dafür, dass du das hier nicht vergessen wirst. Komm her, jetzt bist du dran. Ja, moin. Du dran. Do something. Duran, was ist eigentlich dein Problem? Vielleicht muss ich ihn erst schlagen, damit Duran was macht. I don't know. Ich mache mit dir keine Geschenke. Jetzt bist du dran. Okay, du warst halt allgemein gebockt, mir zu helfen. Und ich dachte, wir wären Freunde, Dura. Okay, dann bringen wir dem Wachmann erstmal das Freibier. Das Freibier. War echt günstig, das Freibier. Dann werde ich gucken, welche Quests hier weiter rum weiter in der Nähe sind. Guck mal den Setzling nach. Wie die komischen Maulwürfen da. Okay, wie spät haben wir es denn? 2.12 Uhr. So lange würde ich eigentlich gar nicht streamen, weiter. Dein Kumpel Alva ist tot. Ich meine, was? Hörst du schlecht? Alva lebt nicht mehr. Ja, doch, das habe ich verstanden. Scheiße. War klar, dass das mit dem alten Alki nicht gut enden kann. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wo ist seine Leiche? Unterhalb des großen roten Hauses. Alles klar. Ich werde mich um seine Leiche kümmern, wenn ich Zeit habe. Hier, dein Bier. Ah, endlich. Ich komme um vor Durst. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst und die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Na gut. Siehst du, du bist ja doch vernünftig. Und weil du mir nicht dumm gekommen bist, werde ich beim Warlord der Nebelkrähen ein gutes Wort für dich einlegen. Das kann ich natürlich nicht umsonst machen. Mein Wort ist kostbar. Aber für deinen Freundschaftsdienst mache ich dir einen Freundschaftspreis. Ich sage Ragnar, dass du uns eine Hilfe bist und du überlässt mir eine Handvoll Splitter. Das ist schon so ein richtig blöder, ne? Punkt, Punkt, Punkt.
Ich brauche dein Wort nicht. Denkst du etwa, du kommst auf Dauer alleine klar? Wir leben hier in einer Gemeinschaft und mögen Einzelgänger nicht. Aber mach, wie du meinst. Lieg mir nur nachher nicht in den Ohren. Die Nebelkrähen be... Machen wir das Ganze normal. Ich will wissen, wenn ich ihm sage, dass ich eine Antwort scheiße ihm gebe. Wegen des Outlaws. Hier, dein Bier. Ah, endlich. Ich komme um. Moment. Das. Du. Dann. Und da. Ab. Ich. Wo kommen wir bezahlen? Eine weise Entscheidung. Ich werde nur. Verlass dich darauf. Dein Kumpel ist. Hörst du? Ja, war. Dann. Wollt. Und da. Alles. Schnell, du musst mir helfen. Wühler haben sich durch den Fels gegraben. Die Setzlinge dürfen nicht beschädigt werden. Folge mir. Okay, das sind einfach mal 8 Erfahrungspunkte, ganz fix. Diese scheiß Mutanten. Dauernd versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Sie sind schon so ausgehungert nach Elex, dass sie es schon mit unserem Mana versuchen. Ich sehe hier kein Mana. Guck dich doch um. Unsere Setzlinge sind voll davon. Unser Mana ist umgewandeltes Elex. Mutanten ernähren sich von Elex, also versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Allerdings macht sie das schwach. Umso besser für mich und meine Waffe. Ich bin übrigens Urik vom Hammer-Clan. Ich kümmere mich um die Setzlinge hier in Goliath. Die Setzlingsfelder sind wieder sicher. Die Wühler sind tot. Sehr gut. Ich hätte auf Urik hören sollen. Er hat mir schon vor Tagen berichtet, dass er etwas im Fels vermutet. Ich nehme an, ihm geht es gut? Sieht so aus. Wunderbar. Auf dich scheint Verlass zu sein. Hier hast du ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Danke nochmal, dass du uns beigestanden hast. Wie steht es um die Setzlingsfelder? Den Umständen entsprechend. Die meisten meiner Leute sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber der Angriff hat uns ein weiteres Problem beschert.
Die Mistviecher haben den Boden so durcheinander gebracht, dass unsere Setzlinge gefährdet sind. Ich werde nicht umhin kommen, alles von meinen Leuten abzuverlangen. Es gibt also Arbeit. Ja, da die Setzlinge jetzt besondere Fürsorge brauchen, fehlen mir die Kapazitäten zum Abernten der Heilwurzeln. Ich hoffe, du erklärst dich bereit dazu, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne die Heilwurzeln wird es uns schwer fallen, die Verwundeten ausreichend zu versorgen. Ich kümmere mich um die Ernte der Heilwurzeln. Du packst die Dinge an? Nur weiter so. Denk aber daran, dass mich nur die ausgewachsenen Exemplare interessieren. Die anderen taugen nicht einmal, um den Gestank aus den Stiefeln zu vertreiben. Bring mir etwas bei. Alles klar. Alles klar. Ah, ich brauchte 25. Nicht 20. Das heißt, ich müsste jetzt 10 reinhauen. Ne? Dann machen wir das. Das ist ganz schön fix. Bring mir etwas bei. Okay. Das hätte ich auch gerne. Oh, schon ein ganz schönes Stückchen. Okay. Hier gibt es eine Treppe. Ich bezweifle, dass selbst du an das killen kann, das Ding. Deswegen ignoriere mich einfach. Ja,
Duran, we have a problem. Ja, selbst du doch, wie das Ding nicht bleibt. Gar nicht wissen, dass ich dieses Schwert für Stats brauche, weil es wahrscheinlich auch ein Quest-Item ist. Das ist kein Quest-Item. Puh, aber. Es macht Feuerschaden. Stärke 44, Geschick 65. Schon knackig. Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für... Was ist das? In Goliaths traut im... Darum fürchte ich, du bist jemand von... Dir wird... Ist das der... Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. So, mein großer, flügeliger Freund. Könntest du mich einfach ignorieren? Okay, ich glaube, Duran ist tot. Duran. Bleib hier stehen. Ja. Mitkommen. Na gut. Aber nun gut, jetzt wird man die Quest noch fix abgeben. Und dann war es erstmal für diesen Stream. Weil ich muss ja schließlich leider auch arbeiten. Heute wieder.
was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn... Jeden Tag bearbeite ich das mit. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, also ist man gut ber... Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker. Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit, aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines... Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker auf... Zeig mir. Ich kaufe dir auch etwas ab. Deine Heilwurzeln.
Meine Anerkennung und der Dank der Verwundeten ist dir sicher. Außerdem werde ich Ragnar ausrichten, dass du dich für die Gemeinschaft einsetzt. Und ein paar Splitter als Bonus. Ein bisschen wenig dafür, dass wir für dich im Dreck gewühlt haben, oder? Brauchst nicht gleich pampig zu werden. Hier, nehmt das hier noch oben drauf. Was genau? Was du hier, die meisten der bis ein Setzling wirklich erst. Aber wenn du mehr über die Weltenherzen wissen willst, wir sind hier nur für die Zukunft. Okay, dann heißt es jetzt Speichern. Zurück zum Hauptmenü gehen und sich langsam verabscheuen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich weise darauf hin, dass man das Gameplay natürlich bis zu 14 Tagen noch auf dem Stream-Kanal ansehen kann. Oder verweise noch darauf, dass ich einen YouTube-Kanal besitze, wo auch die Streams in voller Länge halt drauf erscheinen. Damit sie natürlich jetzt nicht nur 14 Tage verfügbar sind. Judy. Dann sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.